Bevor du die Rolle des CEOs übernommen hast, gab es tatsächlich mal eine Situation, wo du plötzlich fristlos entlassen warst. Es gab so diverse Situationen. Das ist einer, die sicherlich ein bisschen heraussticht. Ich sage mal, ich bin der einzige Mensch, der wegen Toilettenpapier mal fristlos entlassen wurde. Den ich kenne in Deutschland, mir ist noch niemand anders begegnet. Herzlich willkommen, Konstantin Buschmann. Hallo Alex, schön, dass ich da sein darf. Freue mich. Konstantin, eure Marke, eure Autos haben ja wirklich eine Faszination. Was macht die Faszination von Brabus aus? Also ich glaube, es ist das, was wir heute Brabus One Second Wow nennen. Also alles, was wir tun, testen wir ja intern immer auf das gleiche Kriterium, nämlich eine Sekunde davor stehen. In der einen Sekunde musst du es erkennen, du musst es der Marke zuordnen, du musst dich verlieben und du musst es eigentlich psychologisch schon gekauft haben. Ansonsten funktioniert es nicht. Das ist ein typisches Luxusprodukt. Und gleichzeitig kommt es natürlich immer in der gleichen Designsprache. Es kommt meistens schwarz und es hat meistens viel Leistung. Ich habe irgendwann mal vorgeschlagen, eigentlich müsstet ihr das Auto von Batman sozusagen sponsern oder liefern. Da meintest du, das passt überhaupt nicht. Warum? Nee, ich hätte lieber den Bösewicht von Batman. Also es gab letztens einen ganz, ganz guten Freund von mir, der mal sagte, als Claim müsstet ihr eigentlich Badass Products for Badass People nehmen. Das fand ich interessant. Am Ende nehme ich doch lieber Brabus One Second Wow, aber es ist meistens schwarz und es sieht meistens auch so aus, dass du einen gewissen Wow-Effekt hast, wenn du es siehst. Egal, ob es ein Auto oder ein Boot ist. Ja. Viele, viele Menschen da draußen kennen Brabus. Wie gesagt, die Marke hat eine Faszination. Jeder möchte ihn mal fahren, jeder möchte gerne einen haben. Man bekommt häufig nicht so richtig Einblick in solche Unternehmen. Du hast dich entschieden, vor geraumer Zeit tatsächlich als CEO sehr sichtbar zu sein, auch viel, viel mehr Einblicke in das Unternehmen Brabus zu geben. Gib uns doch mal ein paar Insights. Wer ist Brabus? Ihr kommt aus Bottrop, ihr seid wirklich ein Familienunternehmen, ihr gehört nicht zu irgendeinem großen Hersteller. Wer ist Brabus? Wir kommen aus Bottrop im Ruhrgebiet. Das ist eine absolute Besonderheit in der Autoindustrie, die ja meistens Richtung Baden-Württemberg und Bayern orientiert ist. Wir sind ein Familienunternehmen, ist heute auch eines unserer absoluten Kernkriterien für die Zukunft, dass wir das auch bleiben wollen. Und wir machen das, was wir machen, seit 45 Jahren. Mein Vater hat es gegründet, vor 45 Jahren, 1977. Und es gibt ein schönes Bild, wo ich mit ihm gemeinsam auf so kleinen Elektroautos über den Betriebshof fahre. Das, was wir jetzt sehen, sind sogar noch meine Großeltern, die schon ein Autohaus betrieben haben. Und wir machen das insgesamt seit drei Generationen. Auto Buschmann. Jetzt ist es aber auch gut, dass nicht Auto Buschmann hinten auf dem Auto steht, sondern über eine ganz witzige Geschichte haben sich ja mein Vater Bodo Buschmann und sein damaliger Studienkollege Klaus Brackmann zusammengetan. Und durch Buschmann und Brackmann entstand dann der Name Brabus. Man müsste heute wahrscheinlich eine Agentur viel, viel Geld bezahlen, um so einen Markennamen nochmal zu finden, der kurz ist, maskulin ist, auf die Produkte passt, in allen möglichen Ländern der Welt auch nichts Schlimmes oder Böses bedeutet. Also es war damals echt ein Glücksfall. Cool. Tatsächlich hast du die letzten Jahre sehr spannende Jahre gehabt. Gib uns mal kurz Einblicke. Du bist heute Mitte, Ende 30, führst ein Unternehmen mit 450 Mitarbeitern. Das war vor wenigen Jahren noch nicht so. Wie kam es dazu, dass du ja tatsächlich schon in so jungen Jahren das Unternehmen übernommen hast? Ganz einfach. Ich habe jahrelang mit meinem Vater zusammengearbeitet. Im Zuge unseres Generationenübergangs vor 3,5 Jahren inzwischen habe ich meinen ersten Arbeitsvertrag mal in der Hand gehabt. Das war 2006. Ich habe natürlich zu der Zeit noch studiert. In Wittenherdecke, ist nicht so besonders weit von Bottrop weg. Und bin ganz, ganz viel hin und her gependelt. Ich habe immer schon viele Dinge aus dem Unternehmen mitbekommen. Wenn du ein wirkliches Familienunternehmen bist, dann sitzt das Familienunternehmen ja auch immer mit am Tisch. Egal ob beim Frühstück oder beim Abendessen. Und ich bin tatsächlich im Unternehmen groß geworden. Und habe dann studiert, Wirtschaftswissenschaften. Bin danach direkt ins Unternehmen bei uns eingestiegen, weil wir uns damals schon, nicht nur ich, sondern ich habe nur zwei Schwestern, um unseren Vater eine ganze Menge Sorgen gemacht haben, weil es ihm gesundheitlich nicht so gut ging. Und das war auch der Grund, warum ich dann gesagt habe, komm, steigst du besser direkt ein. Ich habe damals als Vertriebsleiter gearbeitet, bin irgendwann CMO geworden, war also für Marke, Verkauf, Vertrieb verantwortlich. Und dann ist leider irgendwann mein Vater gestorben, in 2018 im April. Und das sehr, sehr plötzlich an einem Schlaganfall. Ja. Und dadurch
ich sage heute immer, es war so ein bisschen, als wenn du zwar schon mal auf dem 10-Meter-Brett gestanden hast, du hast auch schon mal runtergeguckt, wie tief das ist, und dann wirst du in einem Moment, tritt dich jemand von hinten in den Rücken und du machst zwar den riesen Bauchfletscher ins Becken und musst dann schwimmen, und das Wasser ist auch saukalt gewesen am Anfang. Jetzt inzwischen 3,5 Jahre später, glaube ich, ist das Unternehmen ganz gut im Gleiten. Ja. Und wir sind sehr auf die Zukunft fokussiert. Darüber sprechen wir noch. Ich weiß, dass es gerade vor 3 Jahren natürlich eine unglaublich schwierige Situation war. Natürlich nicht nur für dich persönlich, privat, was, glaube ich, ohnehin selbstverständlich ist, sondern auch für das Unternehmen, für dich in deiner Rolle, in der du dann warst. Vielleicht einmal, man wird, wie du schon sagst, reingeboren in eine Familien, in ein Familienunternehmen. Der CEO sitzt immer mit am Frühstückstisch und auch beim Abendbrot. War für dich immer klar, dass du für Brabus arbeiten möchtest, oder? Es war lange Zeit auch so, dass ich alles, was mein Vater da so gemacht hat, ich meine typische Teenagerjahre, ja, alles, was mein Vater da gemacht hat, fand ich eine Zeit lang doof. Das war zwischen 13 und ich würde mal sagen 17, 18, irgendwann so. Und irgendwann merkst du dann aber schon, dass das, was er da tut, was Besonderes ist. Du wirst in der Schule viel drauf angesprochen. Irgendwann fängst du auch an, die Produkte zu verstehen. Beschäftigst dich tatsächlich als Kind dann auch mal mit dem, was deine Eltern da so beruflich machen. Davon ist ja, wenn du als Teenager in die Schule gehst, erstmal nicht auszugehen. Und ich hatte den Vorteil, dass mein Vater mich ganz, ganz früh immer überall mitgenommen hat. Also ich bin sozusagen Huckepack nach Asien gereist, erinnere mich an total schöne Reisen nach Tokio, nach Malaysia, in die USA, wo wir relativ früh auch eine Dependance gegründet haben. Und habe natürlich, ich realisiere heute, wie viel ich gelernt habe über Unternehmertum, über Führung, über die Frage, wie du dich in verschiedenen Situationen im Wirtschaftsleben verhalten musst. Auch darüber, was das für eine Belastung ist, was es bedeutet, Unternehmer zu sein. Das habe ich aber alles zu der Zeit gar nicht realisiert, indem ich das sozusagen vermittelt bekommen habe. Was war dein Papa für ein Mensch? Ich meine, er hat was Unglaubliches geschaffen. Wahrscheinlich gibt es keine so erfolgreiche deutsche Luxusmarke tatsächlich, die in Deutschland entstanden ist, immer noch in deutscher Hand ist. Heute Autos, ein eigener Autohersteller ist. Man weiß, da können wir vielleicht später, wenn wir die Zeit noch haben, drüber sprechen, ihr baut wirklich selbst Autos auch für andere Hersteller. Wir sind Autoveredler, im Kern immer noch. Ich müsste mal ein Taschentuch bekommen, wenn jemand was hätte. Danke. Wir sind heute immer noch Autoveredler, gehen aber sehr, sehr weit in der Modifikation, sodass wir teilweise wirklich auch eigene, das ist immer der Dankeschön, vielen Dank, dass wir teilweise auch eigene Fahrgestellnummern vergeben, und dann wirst du eben zum Autohersteller, weil du das Auto in den Verkehr bringst. Was war dein Papa für ein Mensch, so ein Unternehmen aus der Taufe zu heben, wirklich mit einer Person anzufangen und das zu einem so globalen Player in dem? Nur der typische Patriarch. Also wenn du dir vorstellst, ganz, ganz viele Unternehmen in Deutschland sind ja genau durch solche Persönlichkeiten entstanden. Das ist jemand, der ist in dem Fall jetzt nicht direkt nach dem Zweiten Weltkrieg, aber in den 70er Jahren, 1977 hergegangen, hat sein Studium abgebrochen und hat gesagt, ich mache mich jetzt selbstständig. Hat dann die ersten, da gab es den Trend, den Megatrend Individualisierung noch nicht. Ja, und er hat trotzdem gesagt, es gab damals 2, 3 Modelle von Mercedes-Benz. Er war unter anderem auch großer Porsche-Fan, interessant, kannte also sportliche Fahrzeuge und hat dann gesagt, Mensch, was kann ich an diesem Mercedes, mit dem mein Vater, also mein Opa, sein Vater da handelt, denn individuell gestalten? Und damals war natürlich ein anderes Lenkrad da sehen wir ihn gerade auf dem Auto, ist so ein ikonisches Foto auf dem Heckdeckel eines seiner ersten Fahrzeuge. Damals war ja ein anderes Lenkrad in einem Mercedes, eine totale Revolution. Ja, oder eine Tieferlegung, eine totale Revolution. Und ich sage heute immer so, dann kamen so die 80er, 90er und alle Bilder im Kopf, die dann so stereotypisch hochkommen, sind auch alle korrekt. Wir haben also ziemlich die Tuning-Szene aufgemischt und ziemlich viele Autos individualisiert. Irgendwann sind wir aber, haben wir uns angefangen, sehr, sehr deutlich von allen anderen zu unterscheiden, die da so am Markt unterwegs sind, weil wir einfach sehr, sehr konsequent und sehr, sehr viel immer wieder ins Unternehmen investiert haben. Also immer weiter in Technologie investiert haben, immer wieder Maschinen gekauft haben, immer wieder noch ein Gebäude gebaut haben, immer wieder noch einen Schritt gegangen sind, ein paar Leute mehr einzustellen und neue Projekte zu wagen und auch immer komplexere Produkte zu bauen. Mhm. Ist heute auch nicht anders. Also vor 5 Jahren haben wir angefangen, Boote zu bauen. Und ganz ehrlich, wenn du mir in 2018 gesagt hättest, dass wir in 2021 einige 100 Boote mit Brabus-Labels auf der Welt im Wasser haben, dann hätte ich gesagt, gib mir auch was von dem Zeug zum Rauchen. Ich brauche da dringend was von, weil völlig. Aber so ist Unternehmertum immer. Weißt du, du hast eine Idee und irgendwann lernst du, hinter dieser Idee auch mal einfach hinterher zu laufen, ohne sie direkt zu bewerten und sie direkt schlecht zu machen.
Und häufig, das ist auch bei mir so, wird nichts draus. Und der eine Treffer, der reicht manchmal. Ja. Wann war klar, dass du deinem Vater irgendwann folgen wirst als Geschäftsführer, als CEO? Also ab dem Moment, an dem ich bin direkt nach dem Studium, wie gesagt, hatte ich ja vorhin erzählt, eingestiegen. Ab dem Moment war für mich klar, das ist der Weg, den ich gehen will. Das ist nicht immer ohne Aufs und Abs, aber das war schon so. Wie bereitet man sich vor? 450 Mitarbeiter habt ihr, große Herausforderungen, die jedes Unternehmen hat, die ein Familienständler hat, Digitalisierung, ihr seid in 100 Ländern, das ist ein unglaublich komplexes Geschäftsmodell, was ihr habt. Auch die ganze Automobilindustrie hat ja auch riesen Herausforderungen, muss sich transformieren, muss sich neu erfinden. Wie bereitet man sich auf so eine Rolle vor? Absolut, du liegst völlig richtig, da ist eine Menge Druck auf dem Kessel. Wir haben grundsätzlich, leben wir ja wo wir unterwegs sind, treffen zwei Zyklen aufeinander. Einmal die Zyklen der Modeindustrie und einmal die Zyklen der Autoindustrie. Das, was wir machen, muss stylisch sein, muss modisch sein, muss in einer Sekunde gefallen. Das ist ein typisches Luxusprodukt. Und auf der anderen Seite hast du natürlich die Entwicklungszyklen, wo du teilweise Jahre vorher anfangen musst, wo du Warenbestände und Fertigungsthemen genau auf einen Zeitpunkt abpassen musst. Das ist ziemlich komplex. Wie bereitet man sich darauf vor? Ganz ehrlich, ich bin drin groß geworden. Ich habe ganz, ganz viele verschiedene Jobs, vom Praktikanten im Lager beim Paketepacken über Vertriebsleiter bis hin zum Markenverantwortlichen gemacht, bevor es dann so weit kam. War ich ready, das zu tun? Ich würde sagen, wahrscheinlich nur zum Teil. Viele andere sagen, hat gut funktioniert. Ich bin aber auch, heute kommen viele Leute 3,5 Jahre später zu mir und sagen, Mensch, tollen Job und es macht ja alles so super und die Marke entwickelt sich toll. Und ich sage dann immer, Leute, vorsichtig. Da müssen so viele Sterne am Himmel sich richtig positionieren, damit ein Unternehmen sich auf so eine Art und Weise entwickeln kann und damit du als Marke dann am Ende so präsent sein kannst. Das ist nicht die Arbeitsleistung eines Einzelmenschen. Wir haben ein ganz, ganz tolles Team dahinter, die das alles machen. Und wir haben sicherlich das war die totale Krise in 2018. Ja, also wenn der Gründer, der Patriarch, auf einmal einen Schlaganfall hat, es gab eine Phase, wo wir dann noch nicht drüber sprechen konnten, mussten das also wirklich von Tag zu Tag managen. Wir wussten nicht, ob es das Unternehmen noch weitergeben wird zu dem Zeitpunkt. Ich wusste nicht, ob es das Unternehmen noch weitergeben wird. Keiner wusste, wie es weitergeht. Und dass wir schon ein Jahr später eigentlich wieder im extrem stabil und mit Fokus Zukunft unterwegs sind, war damals überhaupt nicht absehbar. Ja. Also, wie muss ich mir das vorstellen? Die Frage stellt sich wahrscheinlich jeder Familienunternehmer heute, wie bereitet er die nächste Generation darauf vor, die Führung zu übernehmen? Ich kann es dir nicht abschließend beantworten. Wie muss ich mir euer Verhältnis vorstellen? Wart ihr ein Dreamteam? Hat er dich ausgebildet? Mein Vater war ein Mensch, er war der beste Verkäufer, den ich je erlebt habe, war jemand, der aus der Verkaufsbrille aufs Unternehmen geschaut hat, genau wie ich heute. Und er war absoluter Patriarch. Ich bin immer die Extrarunde gelaufen. Ich glaube, das Gefühl, ich bin manchmal 5 Extrarunden gelaufen. Ich habe zum Beispiel sehr selten Lob bekommen von ihm, habe dann aber hintenrum mitbekommen, wie andere Menschen mir erzählten, dass er über mich sehr positiv gesprochen hat. Selbst war ich eigentlich immer der Student oder der Schüler, der dann im Ring stand und von außen vom Coach gefordert wurde. Ja. Ich weiß, bevor du die Rolle des CEOs übernommen hast, ich weiß gar nicht, wann es genau war, gab es tatsächlich mal eine Situation, wo du plötzlich fristlos entlassen warst. Es gab so diverse Situationen. Das ist eine, die sicherlich ein bisschen heraussticht. Ich sage mal, ich bin der einzige Mensch, der wegen Toilettenpapier mal fristlos entlassen wurde. Den ich kenne in Deutschland, mir ist noch niemand anders begegnet. Das ist eigentlich... Es ist aus heutiger Sicht eine schöne Geschichte, aber es ist so typisch für das, was in vielen, vielen Family Businesses in Deutschland passiert. Du musst miteinander klarkommen und der schwierigste Konflikt, es ist schön, mit Familie zu arbeiten, aber der schwierigste Konflikt, den du hast, ist auch die sich verändernde Dynamik zwischen der Generation, die am Ruder ist, und der Generation, die nachkommt. Mhm. Ich sage heute immer, wenn ich mit älteren Familienunternehmern spreche, wenn ihr Kinder habt, die euch nicht quasi aus dem Amt jagen mit neuen Ideen, wenn ihr Kinder habt, die keinen Druck machen, wenn ihr Kinder habt, die keinen Drive haben, mhm, und die nicht sprühen vor Ideen und euch das Leben schwer machen, weil sie so sehr nach vorne wollen, schmeißt sie raus.
Ja, oder lass den nicht in die Firma ran, weil das muss so sein. Das war auch bei meinem Vater und mir. Was ist da passiert, dass der dich wegen Toilettenpapier rausgebracht? Also wir haben ganz viele, es gab eine Phase, wo ich im Unternehmen war und ein bisschen älter wurde, auch meine eigenen Perspektiven und Positionen entwickelt habe und wo du dann natürlich immer wieder aufeinanderprallst, weil der ältere, etwas konservativ Denkende, der auch sicherlich, muss ich heute sagen, in 60-70% der Fälle immer recht hat in unseren Konflikten, weil er natürlich viel mehr gesehen hat durch die Lebenserfahrung als ich, eine gewisse Perspektive hatte und ich sozusagen der junge Aufstrebende mit Vollgas im Blut unterwegs fahrende Nachkömmling, der dann Druck macht und neue Ideen verwirklichen will. Und eine der Situationen war tatsächlich, dass ich, das war dann aber wirklich das, was das Fass so überlaufen gebracht hat bei uns, dass ich zu einer Hochzeit eingeladen war am Wochenende und mein Vater wollte, dass ich tatsächlich eine Lieferung Toilettenpapier organisiere. Out of all things. Es hätte auch alles andere sein können in so einem Moment. Und ich aber gesagt habe, nee, ich kann das jetzt heute nicht machen. Ich bin zu einer Hochzeit eingeladen. Da gab ein Wort das andere und das endete damit, dass ich mit 120 Dezibel fristlos gekündigt wurde. Und dann tatsächlich auch 5-6 Monate nicht im Unternehmen war und woanders gewohnt habe. Ich gleichzeitig zu Hause ein Haus gebaut habe, wo natürlich meine Eltern mich mal unterstützt haben und dann zum Beispiel auf einem Handwerker nicht mehr bezahlen konnte. Also auf einmal mit so ganz vielen Challenges konfrontiert war, die so einen Konflikt mit sich bringt. Am Ende war das ganz einfach. Hier ist eine Generation, die das Unternehmen führt, die im Amt ist, aufeinander getroffen mit der Generation, die nachkommt. Und das ist, glaube ich, ich sehe das heute, weil ich natürlich als stellvertretender Bundesvorsitzender der jungen Unternehmer in Berlin auch viele, viele Storys von Familienunternehmen mitbekomme. Das ist ein ganz typischer Konflikt. Du musst aufeinanderprallen. Es muss diesen Konflikt auch an irgendeiner Stelle geben. Muss das so enden wie in meinem Fall, dass du dann so lange Zeit gar nicht in der Familie und im Unternehmen auftauchst? Ich glaube nicht. Hat es das gebraucht in der Rückschau? Auf jeden Fall. Mhm. Danach habe ich glaube, die drei besten Jahre in der Zusammenarbeit mit meinem Vater gehabt, die ich mir hätte vorstellen können. Ich habe unfassbar viel von ihm in der Zeit gelernt. Ich würde heute noch alles aufgeben, um ihn wieder zu haben. Und hätte ihn mir lieber, ich sag mal, in Rente mit dem einen oder anderen schlauen Vorschlag gewünscht, als dass es so gekommen wäre, wie es jetzt gekommen ist. Aber die Situation, die Wahl habe ich nicht und muss das Beste daraus machen. Ich weiß, dass du all die Jahre letztendlich auch Coaches gehabt hast, sehr viel selbst eigene Persönlichkeitsentwicklung gemacht hast. Auch heute Coaching, Führungskräftetraining, ein ganz, ganz wichtiger Standard bei euch im Unternehmen, bei Brabus ist, eure Führungskräfte werden gecoacht. Für Menschen, die vielleicht selbst noch nicht gecoacht wurden oder selbst noch nicht viel Erfahrung damit machen konnten, magst du mal beschreiben, was bedeutet für dich Coaching und warum ist das für dich so wirkungsvoll? Bleiben wir mal bei der Geschichte rund um meine Entwicklung und wenn es dann zum Generationenübergang kommt, also der wirklichen Zeit, wo wir wirklich im April 2018 den totalen Worst Case erlebt haben. Also stell dir vor, ich hatte immer einen Albtraum, mein absoluter Albtraum, weil ich weil mein Vater gesundheitlich schlecht zurecht war, mein absoluter Albtraum war immer irgendwann vor den Mitarbeitern zu stehen und zu sagen, jetzt ist es soweit. Ist das eingetreten, was wir alle befürchtet haben. Und den Albtraum, der ist mir tatsächlich passiert. Und dann mussten wir diese Zeit, die extrem war, in jeglicher Hinsicht, irgendwie überstehen. Und für mich war es war zum Glück der Fall, dass ich über ganz langjährige Freundschaften und einige Verbindungen, weil ich immer schon versucht habe, mir auch Wissen außerhalb unseres Unternehmens und so des eigenen Dunstkreises zu organisieren, dass ich einige Verbindungen hatte, unter anderem auch zu Frederik Hümmecke, der ja heute hier beim Festival auch eine große Rolle spielt. Und er mir in der Situation wirklich ganz, ganz extrem geholfen hat. Weil du musst einen Ankerpunkt haben. Du musst auch jemanden haben, der nicht in den Konflikten drin ist. Wie hat er das gemacht? Erstens musst du, glaube ich, in solchen Konflikten jemanden haben, der nicht Spieler im System ist, der nicht gebiased ist von irgendeiner anderen Seite. Du musst jemanden haben, der zuhört und du musst jemanden haben, der dir ehrliche Ratschläge gibt. Mhm. Und wenn dieser jemand das dann auch noch methodenfundiert tut und nicht nur einfach seine Meinung sagt, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass es eine große Hilfe ist. So war es bei mir. Mhm. Reiner Zufall. Aus dem gemeinsamen Studium heraus kennen wir uns seit 15 Jahren. Aber es ist dadurch eben so gekommen, wie es ist. Und es war eine große Hilfe. Seitdem machen wir das. Also es gibt heute völlig selbstverständlich Coaches in allen möglichen Bereichen im Unternehmen. Ich selber werde laufend gecoacht.
Weil ich glaube, dass es wichtig ist, mal aus dem eigenen Kopf rauszukommen. Eine Meinung zu kriegen, die nicht von dir abhängig ist. Also wenn du CEO in einem Unternehmen bist, sind eine ganze Menge Leute auf irgendeine Art und Weise entweder von dir abhängig oder sie haben eine Agenda. Wenn du mit ihnen sprichst, das ist doch vollkommen okay und das ist völlig normal. Ein guter Coach hat das nicht. Der sagt dir völlig, sagt dir was er denkt. Und wenn du dann zuhörst, dann ist es meistens hilfreich. Magst du es einmal beschreiben? Du hast plötzlich die Situation, du sagst gerade, du hast es immer geträumt, es war eigentlich dein Albtraum, dass du irgendwann vor den Mitarbeitern stehst. Wie fühlt man sich, wenn man plötzlich so eine Verantwortung trägt? Der Vater ist tot, man ist plötzlich sozusagen, ja, automatisch sozusagen sein Nachfolger in dem Moment, man hat plötzlich die gesamte Last. Wie bist du damit umgegangen? Wie hast du dich gefühlt? Also, erstmal kann die ersten Monate in so einer Situation von Plan überhaupt keine Rede sein. Du lebst Tag, wenn fangen wir mal so an. Wenn viele Menschen von außen auf Familienunternehmen schauen, die auch vermeintlich gut laufen oder tatsächlich gut laufen, dann ist es relativ schnell zu dem Schluss zu kommen, dem geht's gut, der hat Geld, bei dem läuft's, bei ihm, bei ihr läuft's. Das ist ja mitnichten so, sondern musst dich als Unternehmer immer in so einer Situation, kommen wir gleich zu, sicherlich ganz extrem, aber du hast immer diverse Herausforderungen auf dem Tisch, die kein anderer lösen kann. Das ist ja so. Mhm. Gibt ja den schönen Satz von Obama, Probleme, die bei dir auf dem Tisch, die bei ihm auf dem Tisch landen, landen nur da, weil sie vorher kein anderer gelöst hat. Das ist bei mir in einem unvergleichlich kleineren Rahmen auch jeden Tag so. Das ist bei jedem so, der ein Unternehmen führt, und da musst du dir Gedanken machen. Und du hast immer den Druck, du hast immer Herausforderungen und du musst immer Probleme lösen und dir neue Dinge einfallen lassen, die keinem anderen einfallen. In der Situation war es sicherlich völlig extrem. Stell dir vor, es stirbt auf einmal jemand und du lernst es über Nacht. Und am nächsten Tag war das Erste, was wir getan haben, sicherlich mal einen Krisenstab zusammenstellen. Das ist ganz typisch die Geschäftsleitung plus Pressesprecher bei uns. Und dann haben wir wirklich von Tag zu Tag zu Tag die Situation gemanagt. Ja, haben uns angeschaut, wie sich der Gesundheitszustand in dem Moment entwickelt und haben. Das erlebt ihr zu dem Zeitpunkt noch? Es gab eine Phase, wo es ihm zunehmend schlechter ging. Nach diesem ersten Schock und gab dann natürlich die Realisierung, dass es nie mehr so werden würde wie vorher. So, und du bildest einen Krisenstab, du musst Kommunikation managen. In dem Moment hast du auf einmal, du kannst nichts sagen, weil du nicht weißt, wie es ausgeht. Und du weißt aber in dem Moment, wo es dann klar war oder dem Moment, wo es dann rauskommt, musst du kommunizieren mit Mitarbeitern, du musst kommunizieren mit der Presse, du musst kommunizieren mit Banken, du musst kommunizieren mit guten Freunden, mit der Familie, mit allen möglichen Stakeholdern, die da eine Rolle spielen. In der Nachschau kann ich dir auch gar nicht sagen, wie wir das genau gemacht haben. Aber wir sind an vielen Stellen richtig abgebogen, weil wir, glaube ich, einen kühlen Kopf behalten haben. In all diesem Schrecken. Ja, persönlich ist das eine Katastrophe. Ich habe das ausgeblendet. Also ich habe gesehen, was passiert, habe das ausgeblendet und habe dann gesagt, okay, jetzt musst du funktionieren. Du bist jetzt 3 Jahre in der Rolle. Ja. Das Unternehmen besteht seit vielen Jahrzehnten. Ja. Und ihr habt jetzt 3-mal in Folge das beste Wirtschaftsjahr sozusagen der Firmengeschichte erwirtschaftet und das in einer nicht einfachen sozusagen Phase in der Weltwirtschaft. Wie hast du das gemacht? Wie habt ihr das hinbekommen? Ich habe das erstmal überhaupt nicht gemacht, sondern das ganze Team hat das gemacht. Und wie ich ja anfangs schon gesagt habe, es gibt eine ganze Menge Sterne, die sich richtig positionieren müssen im Himmel. Also ich glaube, ich finde immer, wenn Unternehmer Hosenträger schnalzend durch die Gegend laufen und erzählen, wie furchtbar toll sie sind, das irritiert mich immer ganz, ganz stark, weil ich aus meiner Berufspraxis jeden Tag weiß, wie sehr ich auf all die Menschen angewiesen sind, bei uns 450 Profis, die jeden Tag dafür arbeiten, dass es dann auch so ist. Und ich genau erkenne inzwischen, wie viel Limitierung ich auch habe, ja, wie beschränkt du teilweise auch als Eigentümer oder CEO nur Einfluss hast. Du kannst Leitplanken setzen, du kannst Anweisungen geben, du kannst Projekte ins Leben rufen, du kannst sicherlich bestimmen, wo die Budgets hinfließen. Dann müssen die Dinge aber auch passieren. Und ab dem Moment bist du tatsächlich meistens raus. Weil operativ hast du durch die Vielfältigkeit so eines Jobs gar keine Chance, so viel zu arbeiten. Du bist darauf angewiesen, dass das andere machen. Weil irgendwas muss sich ja geändert haben, seitdem du das Chef da hast. Ja, natürlich. Ich bin ein Markenmensch durch und durch. Und ich schaue auf unsere Marke immer aus der Brandbrille.
Ich war damals und bin heute noch, das habe ich auch vielen Mitarbeitern beim Übergang gesagt, ich sagte, Leute, meine Positionen sind bekannt, dass ich, die werden sich auch nicht ändern. Ich bin extrem pro Digitalisierung, ich bin extrem für flache, ich bin sehr für flache Hierarchien, ich bin ein großer Verfechter einer Unternehmenskultur, in der keiner mit Angst zur Arbeit kommt, in der jeder Spaß hat und natürlich und weiß, wofür er auch aufsteht und das gerne macht. Und andere Dinge mehr. Und ich habe, glaube ich, ich sage mal gern Strategie, Kulturfriststrategie zum Frühstück. Das ist mein Spruch. Nein, ich glaube, wir haben beide geklaut. Genau, ich glaube, wir sind uns einig. Und insofern war klar, dass das das Erste, um das ich mich gekümmert habe, wenn ich das und auch heute noch, wenn ich meinen Job auf zwei Themen reduzieren würde, dann sage ich immer, es ist der Hüter der Marke zu sein und der Hüter der Kultur zu sein. Mhm. Ich bin Befähiger. Ich habe gerade gesagt, ich kann nicht viel alleine machen. Ich muss Menschen befähigen, ihren Job so professionell und so erfolgreich wie möglich zu machen. Nur dann funktioniert mein Unternehmen. Ich kann nicht überall mit 38 Armen und 25 Gehirnen gleichzeitig sein. Dann hast du so ein Genie mit 1000 Helfern-Syndrom, was auch in vielen Family-Businesses heute noch passiert. Das geht nicht. Du musst die Kultur an die allererste Stelle stellen. Ja. Das haben wir gemacht. Wir haben sicherlich viel an der Marke gearbeitet. Wenn du dir heute, es gibt Präsentationen, wo ich immer ein Video von vorher zeige und dann das Brand-Reel, was wir hier eingangs auch gesehen haben, da ist natürlich ganz viel Modernisierung passiert. Ne? Foto- und Filmstudios bauen. Unser Marketing-Team ist von 4 Leuten auf jetzt knapp 20 Leute angewachsen. Wir sind heute wir werden immer mehr zu einer marketingorientierten und markenorientierten Unternehmung. Und das wird nach außen dann irgendwo sichtbar. Also es gibt ganz viele Unternehmen, die wenig zu zeigen haben, aber Riesenwelle machen. Und als ich bei uns angefangen habe als Geschäftsführer, habe ich auch unseren Mitarbeitern gesagt, Leute, wir haben so viel zu zeigen. Aber aus irgendwelchen Gründen machen wir gar keine Welle. Also wir erzählen keine Geschichten. Und wir haben einfach angefangen, die Geschichten zu erzählen und die Leute ein bisschen dabei sein zu lassen. Ja. Ihr habt bei 450 Mitarbeitern sicherlich auch viele Führungskräfte. Ihr habt einen eigenen Führungskreis, mit dem ihr auch sehr eng zusammenarbeitet, wie ich weiß. Mhm. Wir glauben bei Greater, und ich glaube, Frederik schließt sich dem auch an, lange Zeit hat es gereicht, nur Manager zu sein. Irgendwann hat man dann vor 20 Jahren gemerkt, nein, man braucht Leadership-Skills. Aber in der heutigen Welt, hilft. Im Rahmen der Digitalisierung und der Geschwindigkeit, die Herausforderung, letztendlich kann man heute nur noch mit den flachen Hierarchien arbeiten. Man muss die Menschen sozusagen befähigen, Entscheidungen zu treffen. Heute musst du als Führungskraft auch eigentlich Coach sein. Ja und nein. Also klassische Jein. Ja, du musst befähigen, du musst coachen, du musst dafür sorgen, dass andere Menschen für dich Dinge im Sinne des Unternehmens tun. Das funktioniert nicht, absolut. Auf der anderen Seite gibt es auch, habe ich mal einen sehr, sehr guten Professor gehabt, der sagte, 80% von dem, was du am Flughafen zum Lesen findest, ist Folklore. Aber es gibt auch so ein paar Oldschool-Prinzipien, die immer noch funktionieren. Also es gibt, wir haben ja auch bei unserem Unternehmen, ist ja wirklich, wir haben ja jegliche Berufsgruppen, vom intellektuellen Controller bis zum Wagenwäscher, bei uns übrigens ein sehr, sehr guter. Und du hast Designer, Konstrukteure und Reinigungskräfte. Du hast alles irgendwie in einem Mix. Und ich glaube, die Frage, wie Führung aussieht, ist wirklich spezifisch auf die einzelne Beziehung runterzubrechen. Es gibt Menschen, die sind, wie du sagst, die brauchen Coaching, die wollen Verantwortung übernehmen, wollen nach vorne gehen, wollen selbst Freiräume haben, die sie dann gestalten können. Und es gibt auf der anderen Seite auch Menschen, die wollen eine ganz klare Richtung vorgegeben kriegen, in die sie gehen können. Was ich für mich immer wieder feststelle, ist, dass je weiter wir wachsen und je weiter wir uns entwickeln, desto notwendiger wird es, dass Menschen nicht nur Aufgaben übernehmen, sondern wirklich Verantwortung. Also selber denken, selber ihre eigenen neuen Fußstapfen bilden und mit einem Thema loslaufen, das dann auch für übernehmen. Weil ich schlicht und einfach, und das ist, ich glaube, ich kann heute behaupten, dass ich der größte Bottleneck in unserem Unternehmen bin. Ja, jeder Bumerang an Entscheidungen, der zu mir zurückkommt, jedes Thema, was ich zweimal anfassen muss, alles, wo meine Freigabe notwendig ist, limitiert den Laden. Ja, es wäre doch viel schöner, wenn alle wüssten, warum sie da sind, worum es geht, was zu erledigen ist und es dann selber machen. Aber das ist natürlich... Das ist natürlich nicht so easy, weil nicht jeder kommt mit, wie ich zum Beispiel, mit knappen 5 Jahren BWL-Studium in so ein Unternehmen rein. Viele Menschen haben die Voraussetzungen gar nicht, sind total dankbar, wenn sie die dann vom Unternehmen bekommen.
Ich danke dir, Konstantin, für die wirklich sehr, sehr ehrlichen und transparenten Einblicke in so eine Herausforderung, die man durchläuft, wenn man so ein Unternehmen übernimmt.